Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video zeige ich euch, wie ihr den God-Mode-Glitch macht nach all den Patches. Und zwar müsst ihr als erstes wieder Pekka Punch aktivieren. Und danach, wenn ihr Pekka Punch aktiviert habt, müsst ihr den roten Knopf drücken. Stellt euch einfach davor, Leute, und drückt die Interagieren-Taste. Und dann kommt die Cutscene. Die könnt ihr einfach überspringen. Und als nächstes müsst ihr dann tote Leitung auf eure Waffe machen. Und einen Zombie neben diesen Automaten mit tote Leitung anschießen, sodass ihr den aktiviert. So Leute, jetzt müsst ihr aufpassen, ihr braucht ein Heli und das Timing hat sich jetzt geändert. Ihr müsst erstmal den Automaten aktivieren und circa eine Sekunde später direkt den Heli aktivieren, also eine Millisekunde später besser gesagt. Und wenn ihr das dann richtig gemacht habt, kriegt ihr wieder diesen Black Screen und danach seid ihr im God Mode. Aber Leute, es ist wirklich viel, viel schwieriger geworden mit dem Timing. Falls es beim ersten Mal nicht klappt, dann versucht es einfach weiter und ihr kriegt das dann irgendwann schon hin. So, das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, können das an dieser Stelle sehr, sehr gerne ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Mal.